Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir die Rainbow Sim Challenge. Und ja, das ist ja eine Sache, die ich schon vor fast einem halben Jahr machen wollte. Jedoch hatte ich dann ja Probleme und deswegen gab es ja dann dieses eine Video, meine Probleme mit The Sims 4. Und ja, ich meine, das hat sich ja mittlerweile geleakt und dementsprechend kann ich das jetzt alles ohne Probleme machen. Und ja, ich hätte das gerne auch live gemacht, nur habe ich wirklich, wirklich lange gebraucht zum einen und zum anderen habe ich euch ja schon im letzten Video erklärt, dass es einfach einfacher ist, wenn ich jetzt einfach nur Voice-Over machen muss. Und ja, wir sind hier mit dem roten Sim jetzt schon fast fertig. Ich habe noch gar nichts zu denen an sich gesagt. Aber ja, ich habe jedem halt den Vornamen so verpasst, dass es halt irgendwie mit dem Nachnamen halt denselben Anfangsbuchstaben hat. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit allen Sims. Rot finde ich besonders schön. Mir gefällt sie sehr. Sagt mir auf jeden Fall, wie ihr die einzelnen Sims findet und welche Farbe ihr am schönsten findet. Und ja, weil eure Meinung interessiert mich immer sehr. Es ist natürlich auch immer schön zu wissen, welche Art von Sims mögt ihr am meisten. Und Feedback und so ist ja immer gern gesehen und finde ich immer sehr toll. Und ja. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, warum das jetzt einfacher ist mit VoiceOver und so weiter, dann guckt doch ins letzte Video rein. Das werde ich euch am Ende auch verlinken in der Endcard. Und ja, auf jeden Fall, ja, habe ich letztens erst wieder ein paar Videos zu dieser Challenge gesehen und dachte mir so, ey, das wolltest du doch auch mal machen. Und jetzt kam ich halt irgendwie dazu, das zu machen. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt doch machen konnte, denn damals, beziehungsweise vor fast einem halben Jahr oder so, ging es ja nicht. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für euren ganzen Support zur Zeit, das freut mich sehr. Und was ich euch noch sagen wollte, dieses Video kommt ja gar nicht an einem Samstag. Ups! Denn ich werde jetzt meine Videos immer mittwochs und samstags bringen um 17 Uhr. Ja, also zwei Videos die Woche und nicht nur eins. Wenn etwas ausfällt, dann eher das Mittwochsvideo. Aber gebt mir Mühe, dass das eben nicht passiert. Und ja. Wir sind schon fertig mit Orange. Juhu. Am meisten Probleme hat mir auf jeden Fall Lila gemacht. Da habe ich am meisten Zeit drin gesessen. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Und ja. Jetzt sind wir schon bei Gelb. Oh! Ich habe jetzt so 6 Sims gemacht und nicht 7, weil eigentlich wäre es ja hell und dunkelblau. Aber ich habe die Blautöne jetzt einfach quasi vermischt, in Anführungszeichen. Und ja, fand das dann so irgendwie besser für mich persönlich. Ja. gibt es noch irgendwas Wichtiges zu erzählen? Ich glaube, gerade nicht so. Ja, hier hatte ich übrigens Probleme mit Lippenstift, ob ich ihr einen geben soll oder nicht, weil ich finde gelbe Lippenstift halt echt nicht so schön, persönlich gesehen. Und sie sieht ein bisschen gruselig aus, weil sie halt einfach gelbe Augen hat, aber ja, wir müssen ja halt alles das so machen, wie es in der Challenge vorgegeben ist, beziehungsweise müssen wir nicht, aber es ist schon irgendwie besser, wenn das dann so passt. Wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, das ist, also zum einen war das jetzt gerade mein Wecker und zum anderen eventuell ist das mein Hund. Macht euch bitte keine Sorgen, es ist alles okay bei mir, ja? Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, was geht denn da ab im Hintergrund bei der? Ja, ich wollte übrigens das mit den Videos, also zwei Videos die Woche machen, weil ich es doof fand, dass ich halt dann so weit voraus produziere. Und ich dachte so, okay, wenn ich zwei Videos mache, dann, keine Ahnung, habe ich halt, also, dann geht das vielleicht
besser. Also dann komme ich vielleicht mehr damit klar. Weil jetzt, wenn ich jetzt am Sonntag was für Mittwoch mache, dann kann ich das eher irgendwie für mich vereinbaren, als wenn ich jetzt am Sonntag was für nächsten Samstag mache. Weil das ist halt viel weiter auseinander und damit komme ich irgendwie nicht klar. Ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen aktueller ist, weil es ist halt schon scheiße, wenn man halt auch gar nicht darauf eingehen kann, zum Beispiel, was im letzten Video war, wie die Resonanz da war, ob jemand vielleicht was geschrieben hat, was einem vielleicht für zukünftige Videos helfen kann und so weiter. Und ja, ich dachte, dass das halt so vielleicht irgendwie angenehmer und angebrachter wäre. Und ja. Ihr seht hier, irgendwie haben sich immer ihre Brüste resettet und das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil eigentlich, ich wollte ihr minimal größere Brüste geben, aber das Spiel so nein. Ich meine, ich akzeptiere das, ich habe nichts gegen kleine Brüste, aber ich wollte ihr minimal größere geben, wie ihr gemerkt habt. Aber es hat sich halt immer resettet und das war halt ein bisschen okay. Why? Könnt ihr mir sagen, warum das so ist? Keine Ahnung, gibt es da irgendwas oder ist das einfach nur so, weil das Spiel irgendwie seine Tage hat? I don't know. Was weiß ich? Ja, wir sind fertig mit Grün. Da hatte ich irgendwie Probleme mit den Schuhen. Also, keine Ahnung, irgendwie passen sie nicht so dazu, aber irgendwie alle anderen grünen Schuhe waren jetzt nicht so schön und weiß ich nicht. Ich bin immer sehr wählerisch, Leute. Bei meinen Sims, da geht nichts drüber, ja? Das ist wichtig. Ja. Wie geht's euch so? Das ist eine Frage, die ist wichtig zu stellen. Es ist wichtig zu wissen, wie es einem geht. Und ja, ich bin komisch, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, deswegen. Es tut mir leid, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich habe alles Wichtige schon untergebracht. Ja. Ja. Ich war heute viel draußen. Es ist der 17.02. und es war halt sehr schönes Wetter. Wir hatten irgendwie 15 Grad oder so. Und es ist halt, gestern war ja auch so schön. Und es ist halt sehr schön, dass wir halt einfach mal wieder rausgehen können, vor allem für meinen Hund und so. Auch wenn sie zurzeit Schmerzen hat oder so, weil, also zumindest ist, geht es ihr nicht so gut, weil sie wahrscheinlich wieder läufig ist. Und ja, das ist halt ein bisschen schade, deswegen konnte sie sich nicht so krass austoben, wie sie es normalerweise tun würde. Aber sie hat die Zeit trotzdem genossen und ich habe die Zeit auch genossen im Garten und so. Und ja, das Doofe ist, wir können halt jetzt nicht mehr vernünftig spazieren gehen und so, weil ich einfach Angst davor habe, dass wir fremde Hunde irgendwie treffen, weil man muss halt einfach Angst haben, dass jetzt irgendwas, dass sie halt Bock auf sie haben, in Anführungszeichen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und es ist halt jetzt nicht das, was irgendwie geeignet wäre, weil wenn sie jetzt dieses Mal fertig ist mit läufig sein, dann werden wir sie wahrscheinlich operieren lassen. Dann hat sie das zum Glück nie wieder, weil es ist halt schon nicht gut, wenn du halt Gassi gehst und einfach Angst davor haben musst, einem anderen Hund zu begegnen. Das sollte halt so nicht sein. Ich meine, die meisten gehen einem sowieso aus dem Weg, weil die irgendwie ein bisschen behindert sind. Also ich finde es bescheuert, wenn man die Hunde nicht aneinander schnuppern lässt, aber die meisten hier machen das halt so, dass die halt dann das Tier bei sich halten, auch wenn es schnuppern möchte und so. Naja, weil ich meine, ein Mensch braucht auch soziale Kontakte und vor allem, wenn ein Hund alleine wohnt, weiß ich nicht. Aber man weiß ja trotzdem nicht, ob halt trotz, ob man dann doch Leute begegnet, die halt dann doch schnuppern lassen und so und das dann irgendwie zu schnell geht. Weil das geht halt alles schneller, als man denkt. Und ich mache mir halt einfach Gedanken. Weil mein Baby darf nicht schwanger werden. Das ist nämlich mein Baby und mein Baby. Mein Baby. Ich kann keine kleinen Babys. Also noch mehr kleine Babys gebrauchen. Sagen wir so. Ja. Ich hoffe, ihr habt sie im Hintergrund nicht die ganze Zeit fiepsen hören und so. Und
rumscharren. Die ist ein bisschen durch den Wind gerade. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und akzeptiert das, falls man irgendwas gehört hat. Wenn man nichts gehört hat, dann ignoriert einfach, was ich gesagt habe, ja? aber ja. Ich bin übrigens, denke ich, am meisten zufrieden mit Violett, also Lila. Weil, keine Ahnung, es ist halt irgendwie was anderes, als ich sonst mache. Ich finde es ziemlich cool. Und, keine Ahnung, also ich würde sowas jetzt persönlich nicht so unbedingt tragen, aber ich finde es insgesamt einfach richtig geil. Und ja, jetzt sehen wir nochmal ein paar Screens von ihr. Ja, die ist auch so ein gutes Model, Alter. Oh, ich liebe die. Sagt mir auf jeden Fall, wer euch am besten gefällt. Und ja, hier seht ihr nochmal alle auf einen Fleck. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Am Samstag kommt das nächste um 17 Uhr. Schaltet auf jeden Fall ein. Und ja, bis dahin und tschüss!